Nach 9 Stunden auf den Beinen kehrt Lucia mit Fotis zurück in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung. Die beiden leben hier seit gut einem Jahr, doch manches ist noch improvisiert. Ja, wir haben im Moment kein Schlafzimmer, kein Bett und so weiter, weil das Geld hat auch gefehlt. Wir schlafen im Moment auf die Couch, ist aber ganz gemütlich, aber keine Dauerlösung. Also mein Sohn kriegt gar nichts mit, dass bei uns finanziell knapp ist, weil ich lasse ihm nichts fehlen. Egal wie, ich lasse ihm nichts fehlen. Ich habe meine Mama lieb, aber nie kümmert mich. Schatz, ich mache die Spaghetti Bolognese, ja? Ja. Ich koche immer frisch, ja. Fertige Gerichte sind teuer, finde ich. Ich finde, das ist nur Ausrede, wenn man sagt, das ist günstiger. Ich habe mein Herd selbst angeschlossen, weil ein Elektriker zu viel Geld verlangt. Ne? Deswegen habe ich das selber gemacht. War nicht schwierig. Ich habe erst mal auf YouTube geguckt und dann habe ich gemacht. Und das funktioniert super. Seit der Trennung von ihrem Partner vor einem Jahr muss Lucia alles alleine bewältigen. Schatzi, was? Essen ist fertig. Komm. Ja! Zu Fotis Vater besteht zwar noch Kontakt, doch Unterhalt kann er derzeit nicht zahlen. Der Papa von meinem Sohn, der unterstützt mich im Moment nicht, weil er selber einige Probleme hat und auch nicht so viel arbeiten kann. Aber ich verstehe auch, dass er im Moment etwas krank ist und dass er das nicht kann. Zurück nach Köln. Weil sie ihre Kinder geschlagen hat, wurde Markus' Freundin Jessica zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Sie musste mit Tochter Samira in ein Mutter-Kind-Heim umziehen. Dort gelten strenge Regeln, an die sie sich aber offensichtlich nicht immer hält. Ich sag ihr immer, ja, ich möchte am Freitag immer zu meiner Mama fahren, aber dann fahre ich halt nicht Freitag. Dann fahre ich immer statt Freitag zu meiner Mutter dann halt hierhin, dass ich halt öfters mal meinen Freund sehen kann und dass sie dann halt den Papa sehen kann, ne? Dass sie halt öfters jetzt mal hier ist, dass sie sich wieder an das Zuhause dran gewöhnt. Was wäre dann, wenn das das Mutter-Kind-Heim das erfährt? Ist mir egal. Indem Jessica Markus unerlaubt zu Hause besucht, verstößt sie gegen ihre Heimauflagen. Und nicht nur damit. Guck mal, ich hab die Waschkörbe mitgebracht vom Mutter-Kind-Heim hier. Ja. Waschkörbe, kannst du da rein? Ich hab die Ja. Ich muss aber aufpassen, das ist, glaube ich, kaputt, dass es da reinsteht. Hast du was getrunken? Ich hab sowas. Ja, ich hab da was reingeschüttet. Waschpulver habe ich hier mitgebracht von Mutter-Kindheim. Weil die haben ja immer so viel Waschpulver. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn die so viel Waschpulver haben, nehme ich ein bisschen mit. Die merken das ja sowieso nicht. Und das mache ich schon immer heimlich. Du bezahlst ja auch da. Hier, du kannst auch was mitnehmen. Ja. Ich muss ja jeden Monat 128 Euro bezahlen. Für Essensgeld halt, ne? Da ist halt Lebensmittel für mich drin. Ja, und das Gute ist, jeden Montag kriegt die 50 Euro für die ganze Woche einzukaufen. Also kriegt die eingeteilt. Ja, und das sind dann im Monat ja 200 Euro. Also mehr, wie das, was die bezahlt hat, entspricht. Und hat die ein bisschen Plus. Und das finde ich korrekt von denen. Markus dagegen macht weiter miese. Seine neueste Bestellung ist eingetroffen. Was ist das? Ich habe mir da eine E-Zigarette bestellt. Nein. Und die hat jetzt 70 Euro gekostet. Ne? Ja. Weiß ja, ich kann das eigentlich nicht bezahlen, aber ich mache das mit Raten monatlich. So. Dabei hat der Hartz-IV-Empfänger nach eigener Schätzung bereits mehr als 20.000 Euro Schulden. Ich frage mich, warum ich das bekommen habe, weil ich ja so viele Schulden habe, weil ich ja schon in der Schule verstehe und alles. Und ja, egal, jetzt habe ich sie bekommen und bin glücklich. Markus, was ist das? Also das sind von mir Schulden halt. Alles mögliche halt, ne, was man sich so vorstellen kann. GZ, irgendwie scheiße, da sind noch gelbe Briefe bei, siehst du schon. Die mach ich einfach nicht auf. Die gelben Postzustellungsurkunden enthalten offizielle Bescheide, nicht selten vom Gericht. Wofür sind die Schulden? Klamotten, Schuhe, alles mögliche, Handys, ja, und so allgemein, ne, halt. Was man so halt braucht, wenn man ein schnelles Geld haben kommen will und dann halt die Sachen bekommt und verkauft die oder so. Also Jugendamt hat ja auch gesagt, ich soll mich um meine Schulden auch kümmern und halt, dass ich das im Griff kriege und dass ich zur Schuldenberatung gehen sollte, meinen Ordner sortieren. Ich habe jetzt schon einen Teil sortiert, mein Ordner ist ja schon so dick, das ist ja noch nicht dabei. Das habe ich erstmal weggelassen, das wollte ich eigentlich verbrennen.
Dortmund. Als alleinerziehende Mutter und Multijobberin hat es Lucia schon schwer genug. Jetzt muss sie auch noch ihren Mietwagen abgeben. Ein Desaster für die Portugiesin. Heute muss ich 2 Jobs machen, aber leider zu Fuß heute. Ich habe kein Auto durch meinen Unfall. Ja, und noch dazu ist, dass mein Sohn krank ist. Aber zum Glück habe ich eine Babysitterin gefunden. Lucias Freundin und Nachbarin Jasmin hat in solchen Fällen schon öfter auf Fotis aufgepasst. Hallo. Hi. Na, alles gut? Schön, dass du da bist. Ja, das ist kein Thema. Wir sind beide alleinerziehend. Und ich kenne halt die Thematik, wenn du halt alleinerziehend bist und niemanden hier in der Nähe hast, wie man sich halt gegenseitig natürlich unterstützt. Also ich ziehe den Hut vor ihr, definitiv. Also ich finde das auch total krass, dass sie das wirklich auf der Reihe kriegt. Während Jasmin ihr den Rücken frei hält, macht sich Lucia auf den Weg zu ihrem ersten von 2 Jobs. Es geht in einen sozialen Brennpunkt von Dortmund. Ja, das ist Nordstadt und das ist keine schöne Gegend in Dortmund, das wissen alle. Und genau da muss ich putzen. Ist nicht schön, aber Arbeit ist Arbeit. Egal. Diese Arbeit ist noch dazu draußen. Bei Wind und Wetter macht die 34-Jährige den Parkplatz eines Schuhcenters sauber. An 6 Tagen in der Woche. Ja, viele sagen zu mir, wieso machst du das überhaupt? Das lohnt sich nicht, von Amt kriegst du mehr. Aber ist mir egal. Natürlich, manchmal schäme ich mich, gebe ich zu, hier draußen zu fegen, weil ich weiß, dass ich mehr kann. Aber ich meine, das ist wenigstens ein ehrlicher Job. Das finde ich mittlerweile jeden Tag hier. Was ist das? Das ist Kaka. Woher kommt die? Ja, das sind Leute, die einfach ihre Geschäfte hier machen. Und ich darf das jeden Tag putzen. Bestimmt nicht sehr angenehm, oder? Nee, das ist nicht angenehm, weil man merkt, dass sie das extra machen, weil die bringen extra Toilettenpapier und putzen sich das auch, ne? Ja, und das alles mache ich für knapp 10 Euro die Stunde, ne? Lucia möchte nicht auf Staatskosten leben. Ihr Weg führt sie direkt weiter zur nächsten Putzstelle. Heute mit der Bahn. Solange ich kein Auto habe, muss ich jetzt Ticket kaufen. Das sind 2,70 Euro, die ich echt nicht ausgeben kann, normalerweise. Ist das viel Geld für dich? Ja, für mich im Moment ist das viel Geld, ja. Damit könnte ich einen Tag essen. Insgesamt arbeitet Lucia heute 5 Stunden. Eine davon allein für die Bahntickets. Vom Dortmunder Norden geht es Richtung Innenstadt. Ja, das ist mein zweiter Job. Die mache ich 3-mal die Woche. Also das erste Mal, als ich hier reinkam, ich war erstmal sprachlos, weil ich habe so einen Laden noch nie gesehen. Okay, ein Escape Room für Live-Spiele. Die Teilnehmer müssen Rätsel lösen, um aus einem verschlossenen Raum zu entkommen. Geschäftsführer Michael Meinke beschäftigt Lucia seit 4 Monaten. Es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der diesen Job in einer gewissen Art und Weise lebt. Vor Lucia als alleinerziehende Mutter habe ich sehr großen Respekt. Insgesamt verdient Lucia 610 Euro im Monat, muss beim Amt aber jeden Cent genau angeben. So, ich bin dann fertig. Haben Sie meinen Zettel ausgefüllt? Habe ich. Viel Spaß damit. Eine Bescheinigung fürs Arbeitsamt. Genau, das muss ich dem Arbeitsamt geben. Unterm Strich hat Lucia im Monat genauso viel, als wenn sie gar nicht arbeiten würde. Also das Amt verrechnet das alles. Die gucken, was ich hier verdiene und mit meinem anderen Minijob auch. Und dann wird das verrechnet. Ne? Die ziehen mir das dann ab. Für Lucia lohnt sich die Arbeit trotzdem. Für sie ist es ein Stück Selbstachtung. Köln. Auch auf Hartz-IV-Empfänger Markus wartet heute ein Arbeitseinsatz. Allerdings zu Hause. Er hat im Jugendamt versprochen, seine Wohnung zu renovieren. Und auch zum Geldverdienen hat er sich etwas einfallen lassen. Seine neueste Idee? Untervermietung. Wo ist die aus, die Junge, der Behinderte? Das ist so, boah, richtig Schreckwut. Markus, wie sieht denn das hier aus, Alter? Ja, Bombe eingeschlagen, ne? Spaß dich auch mal zum O5. Ich hab keinen Bock mehr in der Wohnung, ich raste hier aus. Ich könnte kotzen bei dem Junge. Bevor er hier renovieren kann, muss Markus erst einmal den Dreck seines Gastes beseitigen. Also ich habe momentan einen Untermieter, das ist ein Kumpel von mir, der zahlt mir halt im Monat 300 Euro.
Und die Wohnung zahlt aber weiterhin das Jobcenter? Ja, die Wohnung zahlt halt quasi das Jobcenter weiter, die Miete und den Strom. Ja, so gesehen habe ich da doppelt Kohle im Monat. Markus hält gerne die Hand auf. Heute allerdings muss er anpacken. Insbesondere das Zimmer von seinem Sohn Jerome sieht schlimm aus. Also ich fange erstmal im Wohnzimmer an zu streichen, weil das schon etwas älter ist, dass es ein bisschen erfrischer wird. Meinst du nicht, dass das Jugendamt das besser finden würde, wenn das Kinderzimmer schon mal vom Jerome schon mal ordentlich ist? Ja, aber das kommt als nächstes dran, weil das Wohnzimmer braucht man, also brauche ich nicht so lange für und das mache ich dann nach halt. Der 24-Jährige hat sich viel vorgenommen. Sein anfänglicher Schwung ist aber schnell wieder verflogen. Ja, ich mache gerade Pause. Wie lange hast du jetzt gearbeitet? Eine halbe Stunde oder so. Markus schläft zurzeit in Jeromes Kinderzimmer. Das Wohnzimmer hat er untervermietet. Und sein Mieter müsste gleich zurück sein. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen, falls mein Kollege kommt. Weil ich muss mit dem noch quatschen, weil er halt Dreck hier liegen gelassen hat. Und dass der das aufräumen soll, wenn er hier wohnt und der sich auffällt. Und halt, da muss ich halt mit dem noch sprechen, halt wegen Geld, halt, weil ich ja von dem Geld kriege, einmal im Monat. Noch hat Markus keinen Cent Miete gesehen. Und auch bei der Renovierung sieht's düster aus. Markus kommt langsamer voran als gedacht. Mitten im größten Chaos ruft plötzlich sein früherer Chef an. Markus, was ist mit nächster Woche Arbeit? Melde dich in den nächsten 10 Minuten. Also mein Chef hat mich angerufen halt von der Arbeit, wo ich für gearbeitet habe. Und hat mich jetzt gefragt, ob ich nächste Woche wieder arbeiten möchte. Als Hartz-IV-Empfänger ist Markus verpflichtet, jeden zumutbaren Job anzunehmen. Doch die Entscheidung scheint ihm nicht leicht zu fallen. Ab Montag jetzt, ne, der kommt. Ab Montag geht es für den, dann bin ich bei dir und ich schaffe. Okay, dann weiß ich Bescheid. Markus hat tatsächlich zugesagt. Und das, obwohl er das gleiche Angebot noch vor wenigen Wochen abgelehnt hatte. Ja, der hat mir jetzt erstmal einen Minijob-Basis-Job angeboten, da ich erst wieder reinkomme, weil ich habe jetzt lange Zeit nichts mehr gemacht. Muss ich auch wieder reinkommen in die Arbeit. Eigentlich wolltest du das ja nicht machen und sagtest du mir vor ein paar Wochen noch. Ja, habe ich gesagt, aber ich muss jetzt Geld verdienen. Ich brauche Geld und ich habe auch eine Familie zu ernähren. Und ja, dafür muss ich auch dann arbeiten gehen. Ne? Halt, ich habe ja auch zwei Kinder. Aber woher der Wandel? Das hattest du ja vorher schon alles. Ja, ich habe gesagt, ich muss mich ändern. Ich kann nicht immer auf Hartz IV leben, das Kind nicht. Und halt schön meinen Kindern auch was bieten können. Ne? Ab Montag kann der zweifache Vater wieder als Gerüstbauer arbeiten. Kurz darauf kommt auch Untermieter Klaus von der Arbeit zurück. Mal sehen, was der zur Verschönerung seiner momentanen Bleibe sagt. Das deckt aber ja nicht, Junge. Ja, ich war halt wieder zu schnell, ne? Das ist keine richtige Deckfarbe, was du da hast. Ja, ich bin ja heute Morgen mit in die Wohnung reingekommen, ne? Und dann saß halt da ein paar Sachen auf dem Tisch und so. Jetzt habe ich halt weggeräumt für dich. Wollte ich mal fragen, ob du abends mal ein bisschen auch sauber machst dann. Ja, das ist kein Problem. Nur heute Morgen war ich ein bisschen spät dran. Ja. Dann haben wir ja was besprochen gehabt, ne? Mit dem Geld, nur wollte ich auch mal fragen, wie das da aussieht bei dir. Wie wir besprochen haben. Da bleibt so, wie wir besprochen haben. Ja. Hast du denn das Geld bei, was du mir geben wolltest? Also, was wir nee, habe ich noch nicht bei. Das Geld ist noch nicht auf Konto. Ja, ich gebe dir, Klaus, noch eine letzte Frist. Weil ich kann ihn ja auch nicht rausschmeißen, sonst kriege ich ja meine Kohle nicht mehr wieder. Und sonst ist er nachher auf der Straße. Das will ich ja auch nicht, ne? Dann flieht er nachher seine Arbeit. Und Normstadt lasse ich erstmal hier wohnen, weil sonst kriege ich ja gar nicht mein Geld. Geld, das Markus ohnehin nicht zusteht. Denn im Moment zahlt das Jobcenter Miete und Strom. In Dortmund muss Lucia seit einem unverschuldeten Unfall auf ihr Auto verzichten. Für die alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs ein echtes Problem. Doch das soll sich heute ändern. Ich habe das Geld bekommen von der Versicherung. Aber die große Herausforderung ist, dass ich nur 800 Euro habe. Und ich hoffe, dass ich ein gutes Auto für das Geld finde. Ich habe aber jetzt eine Adresse bekommen, wo ich mir eine Opel-Kurse anschauen kann. Und der soll super sein. Der Wagen ist 20 Jahre alt und weist einige Gebrauchsspuren auf. Doch Verkäufer Kiotis Gahes hat zugesichert, den Wagen noch durch den TÜV zu bringen. Der hier? Ja. Oh. Doch, hat ein kleines Problem mit Lichtschalter. Okay. Aber so. Das reparieren Sie alle? Ja, klar. Normal. Ja, darf ich mal mich hinsetzen? Ja, klar, natürlich.
Lichtschalter, ja. Das hier macht ja alles. Ja, der hat zwar ein paar Kratzen und so, aber ich meine, Hauptsache fährt er. Das ist mir wichtig. Was wollen Sie für den Wagen haben? Der Kollege will 300 und 200 Euro kostet die TÜV-Gebühr mit repariert. Also insgesamt 500. Weniger geht nicht. Auf jeden Fall nicht. Dann ich mal 50 Euro. Keine wenig. Ja, dann muss man ja, ne? Kannst du versuchen, aber nein. Der Händler bleibt hart. Und Lucia, keine andere Wahl. Ich brauche das Auto unbedingt. Deswegen, ich kann nicht noch eine Woche warten, bis ich ein anderes finde oder so. Ja. So viel Geld auf einmal auszugeben, ist für die alleinerziehende Mutter ein großer Schritt. Sie will keinen Fehler machen. Okay, ja, dann ich nehme das Auto. Kein Problem. Alles klar. Schon in wenigen Tagen kann Lucia den Wagen abholen. Das Auto ist zwar nicht so geil, das hat aber nur 500 Euro gekostet. Es bleibt mir aber noch etwas über. Lucia hat von der Versicherung 800 Euro bekommen. Doch sie spart lieber etwas Geld und erfüllt damit ihrem Sohn Fotos einen großen Wunsch. Also das Bett ist, soll für mein Kind sein, weil ich möchte, dass der sein eigenes Reich hat. So knapp 200 Euro habe ich noch übrig. Mehr kann ich nicht. Wird sie für das Budget etwas Passendes finden? Der 5-jährige Fotis jedenfalls wird schnell fündig. Und gefällt dir? Schön, ne? Schönes Bett. Ja, puh. Ja. Und was kostet das Ganze komplett? 250 Euro wäre das komplette Bett dann. 50 Euro mehr, als Lucia zur Verfügung hat. Mein Kind hat das Autobett sehr gefallen, aber das Bett ist etwas zu teuer. Den Preis kann man da was machen? Nein, das sind alles Festpreise. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben Lucia im Monat nur rund 300 Euro zum Leben. Davon 50 einzusparen ist kaum möglich. Doch sie will ihren Sohn nicht enttäuschen. Seine Augen haben so geleuchtet. Und ja, der will das unbedingt haben. Ja. Ich habe durchgerechnet und gut überlegt. Ich kaufe das Bett. Sein. Ja. Dafür muss die Portugiesin den Gürtel nun an anderer Stelle viel enger schnallen. Es wird sehr eng, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Hauptsache ist, dass mein Kind glücklich ist und das Bett bekommt, was er eigentlich wollte. Der 5-Jährige kann es kaum erwarten. Bisher haben die beiden auf dem Sofa geschlafen. Ich will das da aufbauen. Hier. Lucia möchte ihrem Sohn nie das Gefühl geben, arm zu sein. Auch wenn sie selbst dafür auf vieles verzichtet und hart arbeiten muss. Oh. Ja, das ist der Mann, wo ich eine Probearbeit hatte auf die Baustelle. Lucia braucht dringend einen Job, bei dem sie mehr verdienen kann als bei ihren zwei Putzstellen. Hat sich die Plackerei zur Probe gelohnt? Ja, hallo? Ja, hallo, Laura hier. Ja. Hallo. Ich wollte dir sagen, ich habe jetzt noch mal mit dem Jason gesprochen, ja? Okay. Und du könntest dann ab nächsten Monat ein Jahr anfangen, ne? Ehrlich? Ja. Endlich gute Nachrichten. Ja, ich habe einen dritten Job. Ja, das heißt für mich, wenn es so weitergeht, dann bin ich ganz weg von Jobcenter. In ihrem neuen Job auf dem Bau wird Lucia 10 Euro pro Stunde verdienen. Danke. Oh, danke. Die Alleinerziehende kann Hartz IV endlich hinter sich lassen, weil sie niemals aufgegeben hat.